Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir nehmen euch heute wieder ein bisschen mit, denn heute machen wir was ganz Besonderes. Wir fliegen heute in den Urlaub. Wir sitzen alle hier im Auto, warte, ich zeige euch mal. Hier ist die ganze Mannschaft, Patrick, Philipp, Lara, Michelle und die Luisi. Der Baba sitzt vorne und wir fahren mit so einem Airport-Taxi, weil wir fliegen wohin, Lara? Nach Spanien. Wo genau? Strand. Mallorca. Wo Mallorca? Wo fliegen wir hin? Nach Mallorca. Magst du auch was sagen, Martin? Nein. Philipp, fliegst du in den Urlaub? Mama. Ja, komm, Philipp fliegt in den Urlaub. Ich darf nichts nehmen. Komm. Ja, geh da, Michelle, nach. Schau dir nachher. Oh, MG, wie groß bist du geworden? Komm, Schatzi, komm. Wir sitzen im Flieger. Die Kinder sind schon angeschnallt. Was denn? Kann man hochgeben, ja? Ich sitze hier mit Philipp und Luisa. Die Luisa wollte nämlich am Fenster sitzen. Papa und die Luisa. Mami. Jetzt gleich geht's los. Jetzt fahren wir dann ganz schnell. Bald. Jetzt ist er auf der Bahn. Und dann wird er ganz schnell fliegen. Papa. Ich bin schon oft mit dem Flugzeug gefahren. Was? Das ist dein zweites Mal, aber okay. Dein drittes Mal. Wir sind jetzt in Mallorca gelandet. Philipp, gleiches Spiel wie in Wien. Mit dem Koffer. Der Papa ist vorne, weil du gehst so langsam. Komm, komm. Soll ich ihn nehmen? Okay, er lässt ihn mir. Der Papa wartet eher auf unten. Auf Mallorca schaut sehr nice aus. Ja, hier ist der Papa. Hey, was ist hier los? Pro Gaming. Was? Achso. Oh mein Gott. Es war so anstrengend, ja, weil dieser Flughafen ist einfach riesig. Oh mein Gott, wie viele Gepäcksdinger der hatte, und das war jetzt auf jeden Fall ein bisschen mühselig. Wir sind auf jeden Fall in unserem Bus. Wir haben uns nämlich so vom Hotel so einen Transfer organisiert. Und wir haben einfach original einen kleinen Bus für uns. Wir brauchen noch ein paar Kinder, Schatzi, dann ist der voll. Jetzt haben wir mal ins Hotel und ja, Mallorca ist so wunderschön. Leute, wir sind da. Oh, bitte, wie schön ist es hier? Sag mal, wie das heißt. Group Hotel. Gudia Pins. Das werde ich euch mal verlinken. So, jetzt gehen wir mal Check-in machen. Bitte. Zum Strand, ja? Wow. So, welcome in our home. Oh, shit. Ich glaube, wir haben sogar ein Mikro. Mikrowelle. Mikro und Balkon, Alter. Einer. Balkon, Alter. Balkon, Alter. Es gibt einen Thermomix. Es gibt einen Thermomix? Ja. Das ist unser Badezimmer. Und, oh Gott. Spul? Spülung. Die anderen sind im dritten Stock, die anderen drei. Die Kinder haben ein richtig schönes Zimmer. Ich finde sogar ein schöner. Du hast unseres noch gar nicht gesehen, du weißt schon, dass es schön ist. Sogar eine Wohnküche, also so eine Küche mit Sitzmöglichkeit. Habt ihr auch einen Balkon? Ja. Bitte nicht auf diese Tische raufgehen, Lara oder sowas, gell? Und immer euren Badesachen aufhängen, ja? Schön Schrank, der Patrick schläft hier. So, ich würde sagen, ihr packt sie mal aus. Wir gehen mal in unser Haus. Ja. Ich bin gerade richtig genervt, denn mir ist eingefallen, jetzt wo ich bei den Kindern im Zimmer war, ich habe da Michelle geholfen auszupacken, denn sie hat auch noch einige Sachen von uns gehabt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich unsere Zahnbürsten zwar schön in die Tasche eingepackt habe, Kosmetiktasche, aber diese Tasche, ja, diese Tasche hat es nicht in den Koffer geschafft. Das ist so nervig. Jetzt sind die Kinder bei uns zu Besuch. Sie waren zu Besuch. Und ich habe auch auf jeden Fall schon ausgepackt, wie ihr seht. Ich liebe das einfach auszupacken, weil dann habe ich eine Übersicht, was ich alles anziehen kann. So, das ist meine Armee an Schuhe, was ich dabei habe. Meine Nike Air Force, meine Adiletten. Ich hab's angemacht, Luisa.
meine Glitzerschuhe, meine Adiletten für den Strand, Philipps Schüchen, Luisas Batschen. Und im Badezimmer habe ich auch schon alles eingerichtet. Alle Produkte habe ich schon hergerichtet, wie man sehen kann. Große Joggen lieber natürlich. Shampoo, Balsam, Duschgel, Körperpflege für Luisa und Philipp. Diese Babypflege, Duschgel, Shampoo. Insektenspray habe ich auch, Anti-Juckreiz, Sonnenspray, Sonnenöl, After Sun und natürlich meine Parfums habe ich auch dabei und mein Dyson. Ja, das war's. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen raus, oder? Hi, gehen wir. Einen Supermarkt, denn wir brauchen Zahnbürsten und Zahnpasta, weil ich habe es zu Hause liegen gelassen. Genius. Aber hier gibt es so Süßigkeiten. Wir sind in einem komischen kleinen Laden. Schokolade. Dreh ich mal um, dann könnt ihr ein bisschen mitschauen. Hier gibt es alles nur keine Zahnpasta und Zahnbürsten. Die Tuck, die sind so salzig, ja. Was nehmt ihr jetzt alle? Okay. Ah, da ist Kosmetik. Ich gehe mal schauen und hau hier. Richtige Abteilung hier. So, brauche mal Zahnbürste. Nehme eine lilane für mich und eine dunkelblaue von Papa. Für die Kinder brauche ich auch natürlich. Ja, mein Gott, ich habe nichts mit. Oh mein Gott. So, welche Farbe nehme ich? Ich glaube, ich nehme das für die Luisa. Und für Philipp diese. Und natürlich Zahnbürste. Wir haben keine Kinderzahnbürste. Das ist sehr gut. Also ich muss eine ganz sanfte nehmen, die für uns alle geht. Ich zeige euch jetzt, wo wir zum 20. Hochzeitstag sind. Sehr schick angezogen. Boah, sehr schick. Sehr schick angezogen. Ja, die Juni-Mama halt. Sehr schick angezogen. Ja, die Lara ist sehr schick. Lara ist wie so eine Touristin. Ist sie preparado? Oh, perfekt. Aber wir haben noch nie so viele Fast Food ausgegeben. Ich habe T-Bone Steak gekauft. Schaut mal. 78 Euro. Bringen die jetzt zum Tisch? Nein, oder? Ja, weil wir 20. Hochzeitstag haben. Weil du denkst, weil... Oh, das ist Luisas Grund. Wir sind wieder im Zimmer, meine Lieben. Wir haben gegessen, wir haben jetzt schon aufgeschminkt. Die haben mir heute Hochzeitstag und ich habe meinem Papa hier ein Geschenk. Und der Papa hat für mich ein Geschenk, deswegen ich bin ich hier bei der Zimmer. Aber mach das Licht im Zimmer wieder an. Wie sieht was aus? Ja, keine Ahnung. Filmst du? Filmabend machen hier. Pass auf, das sind die Mikrofone, dass du nicht zu hörst. Ja? Licht an, noch nicht kommen, Mama. Darf ich auch mal an? Ja? Mama, Abo! Pass auf, mach mal den Fernseher aus. Mama! Wir sind ja schon so viele Leute hier. Ja. Mama! Abo! Mama! Abo! Papa, mach jetzt auf die Augen. Ah, ich krieg deinen Mund. Mach auf die Augen. Wegen den Münzen, weil du immer Münzen hast. Willst du wissen, wie viel ich dafür ausgegeben habe? Nein! Papa? Besser die alte. Gefällt dir mal? Ja, schaut schön aus, ja.
So, meine Lieben, unser erster Vlog aus dem Urlaub, wo wir noch nicht wirklich viel Urlaub gemacht haben, außer angekommen sind, gegessen haben, Hochzeitstag gefeiert haben. Urschön der Ring. Papa richtet jetzt auch gleich sein neues Geldbörsel ein, da im Hintergrund. Alles, ganze Moneten, jetzt auch vom alten in neuen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall uns vom Vlog verabschieden. Gute Nacht, also für uns gute Nacht, weil wir sind sehr müde. Und wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich nicht. Morgen machen wir eine kleine Pause und vielleicht am zweiten Tag. Dann nehme ich euch mit von morgens bis abends, was wir so machen. Müssen wir selber rausfinden, was wir so machen. Okay, schmeiß einfach im Müll, was auch immer das sein soll. Genau. Ciao.